summer night, everything's alright. Arbeitet ihr Tornado vor Publikum? Da können Sie Gift nehmen, meine Täubchen. Passt mal auf, das ist gut für eure Aussteuer. Ja. Helga Pedersen und Karl Dall wirbelten mächtig viel Staub auf, aber gut, beim diesjährigen Supersommer, da war bislang auch wirklich jedes Stückchen Stoff zu viel. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Damals war's. Wie immer dürfen Sie das Jahr erraten, um das es nun 90 Minuten lang gehen wird. Passend zur Urlaubszeit begebe ich mich auf eine kleine Rundreise. Griechenlands musikalische Frauen sind mit dabei. Das sündige Paris. Ein Thronjubiläum in England, Humor aus der Schweiz, ja sogar in Belfast legen wir einen Zwischenstopp ein für unsere damals war es Hitgeschichte zum gleichnamigen Titel der Gruppe Boney M. Ach, wissen Sie was? Wir steigen jetzt einfach mal bei Sandra Mo und Jan Gregor zu. Die sind nämlich auch auf Achse. Komm mit mir auf die Reise, unser Leben wird wunderbar. Eine herrliche Reise, unser Ziel ist doch sonnenklar. Wohin die Reise geht und was noch vor uns steht, erkennen wir in unserem Blick. Komm mit mir auf die Reise, auf die Reise ins Glück. Wir teilen Sonne, Wind und Regen, wir teilen uns alles, was geschieht. Wir teilen uns jeden Tag im Leben, wir teilen uns auch dieses Lied. Komm mit mir auf die Reise, unser Leben wird wunderbar. Eine herrliche Reise, unser Ziel ist doch sonnenklar. Wohin die Reise geht und was noch vor uns steht, erkennen wir in unserem Blick. Komm mit mir auf die Reise, auf die Reise ins Glück. Komm mit mir auf die Reise, unser Leben wird wunderbar. Eine herrliche Reise, unser Ziel ist doch sonnenklar. Wohin die Reise geht und was noch vor uns steht, erkennen wir in unserem Blick. Komm mit mir auf die Reise, auf die Reise ins Glück. Musikinstrumente, an die sich selbst altgediente Fachverkäufer nur schwach erinnern. Dazu Bilder, Schallplatten und andere Kulturgüter. All diese Gegenstände waren im Angebot, als in der vergangenen Woche beim Berliner Reichsbahnfundbüro der Jahresendhammer fiel. Naja, das muss geputzt werden und alles schön sauber gemacht werden. Na, hier hat sie was abgekriegt. Also, das sagen wir nur. Hier, geht nach Hause. 10 Mark. Ein Tipp für instrumental verhinderte Hausmusikanten und Kunstliebhaber. Im Februar werden in Berlin erneut Reichsbahnfunde meistbietend verkauft. Ah, der ist auch hier. Arm gepinselt. Also, der Maler ist nicht von hier. Der Opi, oder wie er heißt. Opi. So, 8 Mark. Gemeint hat er übrigens einen Gauguin für 8 Mark. Sowas gab es nur bei der Ostberliner Reichsbahn. Natürlich war das nur ein Kunstdruck. Und wenn man so sieht, was die Leute in vollen Zügen vergessen oder absichtlich entsorgt hatten, große Reichtümer waren da natürlich nie dabei. Nun, ein feiner Zug wurde im heute gesuchten Jahr zum alten Eisen gelegt. Der legendäre Orient-Express von Paris nach Istanbul. Grund, man hätte es sich denken können, die zu hohen Betriebskosten. Nun fuhr der Luxusliner ein letztes Mal auf der originalen Wegstrecke von 1883 durch große Metropolen wie Wien, Budapest oder Sofia. Als der erste Orient-Express verkehrte, war die Reise noch ein wahres Abenteuer. Einige Teilstrecken mussten per Schiff oder in Postkutschen überbrückt werden. Aber auch später, nachdem der direkte Schienenweg bis in die Türkei fertig war, blieb die zwischen 2 und 4 Tage lange Fahrt voller Reize. Unwetterkatastrophen und Unfälle, aber auch Dramen der Leidenschaft und des Verbrechens gehörten mit zum Fahrplan.
Sie brachten dem Orient-Express Weltruhm ein, sodass nicht nur Romane, sondern auch ganze Filme dieser kleinen Welt gewidmet waren, die der Zug und seine zusammengewürfelten, oft geheimnisvollen Fahrgäste bildeten. Seitdem der Flugverkehr dem Schienenstrang Konkurrenz machte, hatte der Orient-Express seine Bedeutung verloren und seinen Glanz. Gastarbeiter waren jetzt die Hauptkunden und nicht mehr Könige, Diplomaten, Geschäftsleute und Künstler oder auch, wie so oft, Spione und Haremsdamen. Die letzten Fahrten waren voller Melancholie und Abschiedsstimmung. Es gab viel zu sagen, doch mir fiel kein Wort mehr ein. Und dann fuhr dein Zug auch schon in die Nacht hinein. Warum sagte ich nicht mehr als nur gute Reise? Lonely Blue Boy, Lonely Blue Boy. Es klang so, als wäre ich froh, wenn du gehst. Lonely Blue Boy, ob du das verstehst? Ich wollte sagen, denk an mich, ich warte auf dich, du wirst mir fehlen. Ich werde die Stunden zählen, wie du allein und einsam sein. Ich hatte tausend Fragen, wollte dir die Wahrheit sagen. Lonely Blue Boy, kannst du mir verzeihen? Sie werden verzeihen, mein Herr. Ja. Fahren Sie auch nach Ungarn? Nein, nein, Sie werden staunen. Wissen Sie, wo ich hinfahre? Ich fahre nach Hohenwulsch. Und, nicht Hohenwulsch! Wir fahren jetzt nach Ungarn! Ja, da bin ich am falschen Zug. Wiedersehen! Ganz auf. Wo wollen Sie denn hin? Habe ich aber einen Schreck bekommen, Sie. Au, au, au. Also nochmal jetzt in aller Ruhe, ja? Ja? Guten Tag, mein Herr, Sie werden verzeihen, fahren Sie auch nach Budapest. Nein, wie ich eben höre, fahre ich ja nach Ungarn, nicht? Das ist ja schade. Budapest liegt doch in Ungarn! So ein Zufall! Sagen Sie mal, was zieht Sie eigentlich nach Ungarn? Ja, ich nehme an, die Lokomotive, ne? Die haben Sie vielleicht zufällig ein Kursbuch bei sich? Habe ich gar keins. Natürlich habe ich nie eins gehabt. Sie haben ein Kursbuch. Herr Reins hat geklopft. Achso. Ich habe eben eins bekommen. Das würden Sie bitte mal so freundlich sein und nachsehen. Ich möchte gerne nach Budapest. Nachsehen? Ja, nachsehen nach Budapest dürfte so schwer nicht sein. Sie fahren zunächst nach Hohenwulsch. Nicht Hohenwulsch, Budapest! Ja, warum nicht über Hohenwulsch? Wo liegt es in Budapest? Wissen Sie doch wissen. Sie wollen doch hin, oder? Sagen Sie mal, sehen Sie jetzt nach oder nicht? Das ist ja gut. Also Hohenwulsch, Berkau, Neuendorf, Kalbe. Ende der Reise von Budapest steht hier kein Wort drin. Welches Kind, warum können Sie es nur nicht so machen, wie ich es Ihnen vorgemacht habe? Ich komme doch auch mit jedem ins Gespräch. Mit jedem? Mit jedem. Da kann hier sitzen, wer will. Ich bekomme immer Kontakt. Immer? Immer. Immer? Immer! Und da kann hier sitzen, wer will. Ja, da kann hier sitzen, wer will. Das ist ja unglaublich. Was heißt unglaublich? Tausendmal habe ich es vorgemacht. Jetzt mache ich das letzte Mal vor. Hier, bitte, ist das Kursbuch. Hm? Jetzt komme ich nur noch mal rein. Passen Sie doch endlich mal auf. So schwer ist das doch nicht. Geht los jetzt. Pass auf. Mache die Tür auf. Schon bin ich drin. Guten Tag, mein Herr. Sie werden verzeihen. Ist dieser Platz noch frei? Das ist... Was ist jetzt los? So, was machen Sie denn? Sie müssen doch reagieren. Hallo, mein Herr. Schönes Wetter heute, nicht? Richtiges Reisewetter. Ja, da lernt man Menschen kennen in der Eisenbahn, im Abteil, im Speisewagen. Überall nette und aufgeschlossene Menschen. Überall nette und aufgeschlossene Menschen. Herrgott, wollen Sie nicht auch mal was sagen? Ich, Ausländer, nichts verstehen. Ihr Station auf Wiedersehen. Eine echte Zugnummer, diese beiden. Aber mal ganz ehrlich, hätten Sie gewusst, wo Hohenwulsch liegt? Nein, das ist keine Erfindung von Herrn Preil. Hohenwulsch gibt es tatsächlich. Es liegt im nördlichen Sachsen-Anhalt, ist heute Teil der Stadt Bismarck. Und wenn Sie jetzt auf den Geschmack gekommen sind, der altmärkische Ort hat immer noch Bahnanbindung. So, zuckeln wir nun weiter von Hohenwulsch nach Griechenland. Das muss ich Ihnen nicht extra zeigen. Und auch die Griechin Vicky Leandros war damals bereits hinlänglich bekannt. Auch sie war unterwegs. Nein, nicht nach Lodz. Dieser Gassenhauer war damals bereits 3 Jahre alt. Nein, sie war auf Tournee durch Deutschland. Sie ist allemal ein Markenartikel ihrer Branche.
Vicky Leandros, 26 Jahre alt, von Geburt Griechin, gleichermaßen in Hamburg, Athen und Paris beheimatet. Seit mehr als 10 Jahren erntet sie Beifall nicht nur hierzulande, sondern seit ihrem Grand Prix-Erfolg von 1972 mit Après Toi auch noch anderswo. Über 20 Millionen Schallplatten brachte sie mittlerweile unters Volk. Fernsehshows, Rundfunksendungen und Konzertreisen mehrten stetig ihren Bekanntheitsgrad. Sie begreift sich deshalb als erfolgreich. Ich bin da, um zu unterhalten und ich bin nicht dazu berufen, politische Aussagen zu machen. Vielleicht fühlen sich andere Sänger dazu berufen, das ist auch in Ordnung. Aber ich nicht, also ich möchte die Menschen unterhalten. Schon im Kindesalter wollte sie immer nur singen. Doch kommen Talent, Musikalität, Rhythmus und Stimme nach Ansicht ihres Vaters nicht von ungefähr. Sie müssen geschult werden, meint Leo Leandros, Freund, Schul- und Lehrmeister, musikalischer Chef und Manager seiner Tochter Vicky. Es ist ganz einfach ein griechisches Wort, Kalinichta, und heißt auf Deutsch Gute Nacht. Kalinichta heißt auf Griechisch Gute Nacht. Und während sich die eine Griechengröße schlafen legt, steht die andere bereits auf. Nana Mouskouri, die Frau mit der markanten Brille und der unverwechselbaren Stimme, begrüßte im heute gesuchten Jahr den neuen Tag sehr hitverdächtig. Guten Morgen, Sonnenschein. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht blieb dir verborgen, doch du darfst nicht traurig sein. Guten Morgen, Sonnenschein, nein, du darfst nicht traurig sein. Guten Morgen, Sonnenschein, weck mich auf und komm herein. Alles kannst du ja sehen auf dieser Erde, auf dieser Erde. Doch nun ist es geschehen, dass ich auch ohne dich glücklich werde. Die allerschönsten Stunden in meinem Leben, hab ich euch noch gefunden. Du hast geschlafen, so ist das Leben. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht liegt dir verborgen, doch du darfst nicht traurig sein. Guten Morgen, guten Morgen, deck mich auf und komm herein. Und auf deinen Sonnenstrahlen tanzen meine Träume rein. Guten Morgen, Sonnenschein, nein, du darfst nicht traurig sein. Guten Morgen, Sonnenschein, deck mich auf und komm herein. Im Osten existierte von dieser griechischen Muntermachermusik noch eine andere Version.
Und in der hieß es lustigerweise nicht Guten Morgen Sonnenschein, sondern Guten Abend. Ja, wir waren eben immer schon ein Stückchen weiter. Guten Abend, guten Abend, guten Abend, komm herein. So ein Bummel auf dem Rummel kann doch eine Freude sein. Guten Abend, komm herein, folg dem bunten Lichtschein. Guten Abend, komm herein, sollst an meiner Seite sein. Vieles kannst du erleben, wie das Spiele lachen und lärmen. Auf der Achterbahn so schweben, wie zu den Sternen, wie zu den Sternen. Und der Mond aus rosa Seide wird immer runder, wird immer runder. Alles dreht sich um uns beide, ist das ein Wunder, ist das ein Wunder. Guten Abend, guten Abend, guten Abend, komm heran. So ein Bummel auf dem Rummel ist ein Spaß und steckt an. Guten Abend, guten Abend, folg den Stimmen der Musik. Wir erliegen dem Vergnügen, zieh ein Los und hab Glück. Guten Abend, bitte sehr, schieß mir einen Teddybär. Guten Abend, frag nicht mehr, was heut Abend schön wär. Vorm Kopfsprung zeigt Verona noch schnell ihren neuen blauen Badeanzug. Für Ostsee und kühle Sommerabende empfiehlt Solvig diese Kapuzenbluse in Schwarz-Gelb. Klaus ganz aktuell im Safari-Hemd und Jeans. Im Jeans-Stil auch Veronas Rock. Der Pulli wird von Spaghetti-Trägern gehalten. Carsten gefiel besonders dieser Frottee-Blouson. Gabriele entschied sich für Rock und Weste aus Nessel und die passende Hemdbluse. Alle diese Modelle entdeckten wir im Jugendmodezentrum in der Berliner Karl-Marx-Allee. So sah sie aus, die Jugendmode made in GDA. Aber wahrscheinlich auch nur in der Hauptstadt Berlin zu bekommen. So, aber das Tollste will ich Ihnen nicht vorenthalten. Die Jugendsendung Rund hatte nämlich nicht nur Modetipps auf Lager, sondern auch gleich noch Kaufhinweise parat, speziell für den männlichen Konsumenten. Garantiert rostfrei. Diese Säge aus dem Werkzeugkombinat Schmalkalden mit 5 auswechselbaren Sägeblättern. Alles zusammen kostet nur 8,05 Mark. Ein Bücherregal ist schnell gebaut. Wahnsinn, damit konnte man die Damen bestimmt richtig begeistern. Soll ich dir mal meinen neuen Fuchsschwanz für 8,05 Mark zeigen? Ja, Jungs mit einer Briefmarkensammlung hatten da keine Chance mehr. Die Damen hingegen konnten die Männerwelt mit einem neuen Kosmetikprodukt bezirzen. In unauffälliger, fliederfarbener Verpackung. Gerdin Color hieß die neue Kosmetikserie mit allem, was das Frauenherz so begehrte und die Männer begeistern sollte. Rein modisch hatte der Herr keine großen Möglichkeiten. Auch nicht im Westen, nein, neben seiner Gattin blieb er doch zumeist recht farblos. Und so fragte man sich besorgt, müssen denn Männer immer mausgrau angezogen sein? Herr H., 46 Jahre alt, Angestellter bei einer Behörde, trägt fast immer eine Art Uniform, wenn er in sein Büro geht. Er zieht sich an wie seine Kollegen, mausgrau und langweilig. Dezent und korrekt, so nennt er es. Schließlich will er im Büro nicht auffallen. Seit Jahren hat sich die Form der Herrenanzüge kaum verändert. Eintönig, grau in grau, ist die Standardfarbe bei Hosen, Jacken, Westen. Grau wird am meisten gekauft. Eine Kollektion internationaler Herrenmode. Wenn über Modenschauen berichtet wird, fühlt sich Herr H. nicht angesprochen. Das kann ich doch nicht tragen. Das ist mir zu extravagant. Seine Frau ist da anderer Ansicht und inzwischen auch viele deutsche Männer. Das wäre doch mal was für dich. Bei meiner Figur. Aber man kann es sich ja wenigstens mal vorstellen. Geschickt werden kleine Schönheitsfehler überspielt. Graue Hose, grauer Rollkragenpullover, das gibt einen einheitlichen optischen Eindruck. Die kamelhaarfarbene Jacke muntert das Grau auf und lenkt gleichzeitig von seiner nicht allzu schlanken Taille ab. Seine Frau kann ihn schließlich davon überzeugen, dass solche Kombinationen nicht nur zu jungen Dressmen passen, sondern auch zu Männern in reiferem Alter, also auch noch zu denen, die 20 Jahre älter sind als Herr H. Baby, do you understand now? Sometimes I feel a little mad. But don't you know that normal life can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. Cause I'm just a soul whose intentions are good. Oh,
misunderstood. If I see it, I want you to know that I never meant to take it out on you. Life has its problems and I've got my share. That's one thing I never meant to do, 'cause I love you. Oh baby, don't you know I'm just human, and I've got thoughts like any other man. But sometimes I feel myself alone, regretting some foolish thing, some foolish thing I done. 'Cause I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Für uns ist dies der Augenblick, Ihnen eine der neueren New Yorker Diskotheken vorzustellen. Sie sind von Jahr zu Jahr bunter, effektvoller, größer und lauter geworden. Von Disco-Müdigkeit keine Spur. Da ist zum Beispiel Studio 54, ein ehemaliges Broadway-Theater in der Nähe des Columbus-Denkmals am Central Park, das seinen Gästen zum Eintrittspreis von $8 eine Menge bietet. Lichtorgeln, gleitende Neonröhren, in die man herumtanzen muss, viel Prominenz und mitreißende Musik. Liza Minnelli lud neulich etwa 300 engere Freunde um 4 Uhr morgens zum Frühstück in diese Diskothek ein, nach der Premiere ihres neuesten Films New York, New York. Aber selbst wenn man nicht von Liza Minnelli zum Frühstück eingeladen wird, es kann nie ein vertaner Abend sein. Als das Studio 54 im April des Jahres in New York eröffnete, war es die aufwendigste, teuerste und effektvollste Diskothek in der Welt. Ein Magnet für die Stars und ein Lebensgefühl. Ein Ort, an dem getanzt und gekokst wurde. Nie zuvor hatte es etwas Vergleichbares je gegeben. Angefeuert wurde die anrollende Disco-Welle durch den Tanzfilm Saturday Night Fever mit John Travolta. Und dank des Bee Gees Soundtracks erreichte das Samstag-Nacht-Fieber auch schnell deutsche Tanzschulen und Diskotheken. Anfang jetzt, links, hoch, drei nach rechts, drink, hoch, drei, drink, hoch, jetzt kommt der Kick, Kick, rückwärts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Wolle, Wolle, Hacke, 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 Spitze, die Drehung von Anfang. Nicht nur der Tanzstil änderte sich durch John Travolta, die Diskotheken rüsteten auch technisch auf mit Lichtshows und Soundanlagen. Nun, wem die Disco-Beats allerdings zu suspekt erschienen, der konnte auch weiterhin Samba tanzen. Und zwar Samba, Samba, die ganze Nacht. Du bist so heiß wie ein Vulkan. Und heute verbrenn ich mich daran. Jedermann nennt dich Sweet Lady Samba. Jeder sieht, dass du kein Kind mehr bist. Die bunten Lichter drehen sich wie Feuer, wenn du die Welt ringsum her vergisst. Du bist so heiß wie ein Vulkan. Und heute verbrenn ich mich daran. Rock'n'Roll, Cha-Cha-Bam und der Boogie, das ist jetzt alles für mich vorbei. Die ganze Welt tanzt heute die Samba. Ole, ole, wir sind dabei. Tanze Samba mit mir. Samba, Samba die ganze Nacht. Tanze Samba mit mir, weil die Samba uns glücklich macht. Liebe, Liebe, Liebelei, morgen ist sie vielleicht vorbei. Tanze Samba mit mir. Samba, Samba die ganze Nacht. Du bist so heiß wie ein Vulkan. Und heute verbrenne ich mich daran. Ja, ich weiß, das ist viel, doch sonst ist es nicht interessant. Und nun musst du was tun, darauf bin ich schon sehr gespannt. Liebe, Liebe, Liebelei, dafür bin ich nun mal nicht frei. Denn ich möchte viel mehr, und das fällt dir bestimmt nicht schwer. Du wirst mich haben, warum denn nicht? Es soll ein Glück sein, das nie zerbricht. Ja, ich weiß, das ist viel, doch sonst ist es nicht interessant. Und nun musst du was tun, darauf bin ich schon sehr gespannt. Liebe, Liebe, Liebelei, dafür bin ich nun mal nicht frei. Denn ich möchte viel mehr, und das fällt dir bestimmt nicht schwer. Du willst mich haben, warum denn nicht? Ah, ah, es
soll ein Glück sein, das nie zerbricht. Ja, ich weiß, das ist viel, doch sonst ist es nicht interessant. Und nun musst du was tun, darauf bin ich schon sehr gespannt. Liebe, Liebe, Liebelei, dafür bin ich nun mal nicht frei. Denn ich möchte viel mehr und das fällt dir bestimmt nicht schwer. Gewogen und zu schwer befunden. Ein Säugling, der, wie viele, dem landläufigen Schönheitsideal eines Babys entspricht. Nämlich niedlich, weil dick und dick, weil gesund. Und für viele der einst so niedlichen Babys wird das Schwergewicht der ersten Monate schon wenige Jahre später zu einem schwerwiegenden Problem, wie hier für Christian. Wie Wissenschaftler herausfanden, entscheidet die Art der Ernährung in den ersten 3 Monaten möglicherweise über die künftige körperliche und geistige Entwicklung der Neugeborenen. Werden ihnen die kostbaren Substanzen der Muttermilch zu früh oder völlig entzogen, kann es zu hormonellen Störungen kommen, die unter anderem auch Fettsucht zur Folge haben können. Aber noch immer ist der Griff nach der künstlichen Nahrung ein mehrfacher, als ihn Ernährungswissenschaftler vorschreiben. Sie haben die vorgeschriebene Dosierung auf den Höchstbedarf des Säuglings bereits eingestellt. Ein Löffel mehr ist deshalb ein Risiko für den Säugling. Ein Risiko, das Überernährung heißt. Wissen Sie, an und für sich müsste man sich doch sehr an die Hinweise halten, die wir Ihnen geben. Das heißt, nicht denken, man tut dem Kind was besonders Gutes, wenn wir ihm jetzt mehr geben, als das so geraten wird. Ja? 4 Mahlzeiten geben Sie sowieso, ne? Und dann eben auch möglichst nicht mehr als 200 Gramm, also die Menge, die wir Ihnen sagen. Vor allem aber ist Frauenmilch die einzige Überlebenschance für Frühgeborene. Die Mütter können ihre Kinder noch nicht stillen, aber diese brauchen Muttermilch, um zu überleben. Ein Anliegen der Landesfrauenklinik Magdeburg, die seit mehr als 60 Jahren mit ihrer Frauenmilchsammelstelle nicht nur eine Tradition pflegt, sondern schon unzähligen Frühchen und auch kranken Säuglingen mit Frauenmilchspenden geholfen und damit Leben gerettet hat. Einrichtungen, die ein bisschen aus der Mode gekommen sind, Frauenmilch-Sammelstellen, auch Milchküchen genannt. Eigentlich schade, denn das Getränk ist wirklich sehr nahrhaft. Und deshalb steigen die meisten Männer auch direkt von Muttermilch auf diese Flaschennahrung um. Ebenfalls super nahrhaft. Im heute gesuchten Jahr wurde auf der Bierfachmesse Interbrau, die nur alle 6 Jahre stattfand, zwar kein neues Bier, dafür aber Hightech-Abfüllanlagen präsentiert, die bis zu 100.000 Fläschchen in der Stunde abfüllen konnten. Das schafft nun wirklich keine Mutter. Auf einem anderen Getränkesektor gab es allerdings Innovationen. In Baden-Württemberg wurde eine neue Weinsorte vorgestellt. Nein. Nicht die Frauenmilch, die gab es ja bereits. Neu war Badisch Rotgold. In diesen Fässern reift die neue Weinsorte heran, die nach den Wünschen der badischen Weinbauern noch in diesem Jahr auf den Markt kommen soll. Das Original Badisch Rotgold. Anlass, den neuen Wein zu kreieren, ist der Umstand, dass der Weißherbst, einst die badische Spezialität, jetzt auch bundesweit vertrieben wird. Deshalb will man wieder mit einer eigenen Spezialität auf den Markt kommen. Das jüngste Kind ist eine Mischung, in der Fachsprache Verschnitt genannt, zwischen Ruhländer oder Grauburgunder Trauben mit Spätburgunder Lesegut. Dies ergibt die badische Rotling-Spezialität. Je nach Qualität der Muttertrauben wird die neue Sorte als Qualitäts- oder Prädikatswein bis hin zu Beerenauslese auf den Markt kommen. Doch erst wenn alle Hürden der EG und Bundesverordnungen passiert sind, darf aus dem Rotling offiziell Badisch Rotgold werden. Zunächst allerdings muss die EG-Verordnung 1608/76 abgeändert werden, die die Weinbezeichnungen regelt. Für die 25.000 badischen Winzer indessen ist die Frage der rechtzeitigen Zulassung von erheblicher Bedeutung. Denn über 50% der Winzer haben bereits mit der Erzeugung der neuen Weinart begonnen. 7 Fässer Wein können uns nicht gefährlich sein. Das wird doch gelacht, wer steht gerne auf einem Bein? Wir machen durch, komm Freunde, seid bereit. Wie schön war doch die Junggesellenzeit. 7 Fässer Wein können uns nicht gefährlich sein. Das haut uns nicht um, ja, das schaffen wir ganz allein. Heute feiern wir, auch wenn es traurig ist, dass man schon bald kein freier Mann mehr ist. Ihr wisst, ich kenne 1000 Frauen, doch ganz im Vertrauen. Dieses Mal hat es mich voll erwischt, das ist gefährlich.
ganz ehrlich, jetzt bin ich dran, weil es kein Spaß mehr ist. Sieben Fässer Wein können uns nicht gefährlich sein. Das wird auch gelacht, wer steht gerne auf einem Bein? Wir machen durch, kommt Freunde, seid bereit. Wie schön war doch die Junggesellenzeit. Sieben Fässer Wein können uns nicht gefährlich sein. In den schwersten Stunden lasst mich bitte nicht allein. Denn es wird Zeit, wir müssen langsam gehen. Sonst muss die Braut noch vor der Kirche stehen. Elisabeth II., Oberhaupt des Commonwealths und Königin von England, Schottland, Wales und Nordirland, feiert den 25. Jahrestag ihrer Thronbesteigung. In der goldenen Staatskarosse, in der sie 1952 zur Krönung gefahren wurde, verließ sie den von begeisterten Briten belagerten Buckingham Palast, um an einem Dankgottesdienst in der St. Paul's Kathedrale teilzunehmen. Dort kündigten Fanfarenstöße die Ankunft der Monarchin an. Nach dem Gottesdienst blieb die Kutsche stehen. Die Königin und ihr Mann gingen zu Fuß zur Guildhall, das historische Rathaus. Hier in der Guildhall hielt die Königin eine kurze Ansprache. Sie rief die britische Völkerfamilie auf, sich nicht vor der Zukunft zu fürchten. Denn die Commonwealth-Gemeinschaft habe den Mut, den Kompromiss dem Konflikt vorzuziehen. Wenig später wieder der Buckingham-Palast. Zehntausende hatten vor dem Londoner Sitz der Königin gewartet und so lange nach ihrer Queen gerufen, bis sie mit ihrer Familie auf dem Balkon erschien. Die angrenzenden Straßen und der St. James Park glichen einem riesigen Heerlager. Ja, eine Königin darf einfach jede Farbe tragen. Sie sehen, wir sind auf unserer kleinen Sommerreise in England angekommen. Hier feierte Elisabeth II. Bereits ihr 25-jähriges Thronjubiläum. Alles sehr gediegen. Ganz anders dagegen die englische Musikgruppe Sex Pistols. Sie setzten der Queen auf ihre Art und Weise ein Denkmal. Sie brachten passend eine Single mit dem Titel der britischen Nationalhymne heraus, God Save the Queen, also Gott schütze die Königin. Allerdings war daran nichts Feierliches, denn die Sex Pistols waren Vertreter des Punks, einer völlig neuen Musikrichtung. Und da dürften die Ohren ihrer Majestät wohl not amused gewesen sein. Aber natürlich gab es auch noch brave englische Musiker, zum Beispiel die Band Smokey rund um Frontmann Chris Norman. Es war ihr erfolgreichstes Jahr überhaupt. Gleich drei Titel führten im Jahresverlauf die deutschen Hitparaden an, hier zusammengestellt in einem kleinen Medley. Now Alice is gone.
still here, even though I've been waiting 24 years. And the big limousine disappeared. I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. But I'll never get used to not living next door to Alice. Living next door to Alice. 200.000 Exemplare verlassen die Maschine. Rotationsdruck, 64 Seiten, 16 davon farbig. Preis am Kiosk, 3 Mark. Emma, das sind diese vier Journalistinnen. In bescheidenen Räumen, ohne Fernschreiber, ohne Sekretärin, mit geringstem Aufwand wird improvisiert. Es gab keine Marktanalyse, denn man meinte ganz sicher sein zu können, die Bedürfnisse der Frauen zu kennen. Ja, zunächst finde ich es ganz gut, dass solch eine Zeitschrift überhaupt auf den Markt kommt. Zumal es sonst in dieser Richtung überhaupt nicht viel gibt. Wenn man von den üblichen Frauenzeitschriften absieht, die eigentlich weniger Informationen als Reklame und Tipps für modische Kleidung bringen. Ich bin überrascht über den interessanten Inhalt, reichhaltigen Inhalt. Plötzlich wird ein Wirtschaftsartikel mal spannend und man legt ihn nicht weg, weil man ihn überhaupt nicht versteht. Und was ist drin? Justitia ist ein Mann, ein Artikel über Männerjustiz. Ein Interview mit Romy Schneider, ein Aufsatz über Frauen in Vietnam. Wie leben Frauen arbeitsloser Männer? Margarete Mitscherlich schreibt, ich bin Feministin. Ich glaube, das, was Mut macht manchen Frauen an mir, ist, dass ich einerseits stark bin und mir auch von Männern schon lange keine Angst mehr machen lasse, oder zumindest oft nicht, und auch was kann. Und zum anderen Frau geblieben bin. Das ist so ein blöder Satz, also dass ich auch Emotionen habe und die auch zeige, ja. Die Journalistin Alice Schwarzer hat den gesamten Verdienst aus ihren Büchern ins Blatt gesteckt. Frauengruppen griffen tief in die Brieftasche, 3000 Freundinnen abonnierten, ohne das Blatt gesehen zu haben. Noch gehört Emma einer GmbH, deren einzige Gesellschafterin Alice Schwarzer ist. Wenn der Erfolg kommen sollte, dann wird Emma Eigentum der Schreiberinnen. Alice Schwarzer schockierte mit ihrer Zeitschrift Emma, abgeleitet von Emanzipation, den von Männern dominierten Zeitschriftenmarkt. Erstmals erschien damit eine feministische Lektüre für Frauen, aber jenseits von Kochrezepten und Modetipps. Und wäre es nach Schwarzer gegangen, hätte diese Zeitschrift gar nicht erst erscheinen dürfen. Das ist der deutsche Ableger des französischen Männermagazins Lui. Und das reduziert nun weiterhin die Frau auf ihre hübsche Hülle. Allerdings, das nun folgende Model hatte wirklich auch nicht viel mehr zu bieten. Und, ja, schön, jawohl, das ist toll, ja. So, was ist der Unterschied, ein Mädchen fotografieren oder ein Autoreifen zu fotografieren? Ja, in einem gewissen Sinn sind die Mädchen natürlich schon eine Ware, nicht wahr? Die wir verkaufen, wir verdienen damit Geld, aber im Gegensatz zu einem Autoreifen muss das Mädchen eine Ausstrahlung haben. Sie bewegt sich auch, sie hat Gefühle, nicht wahr? Die muss sie im Bild zum Ausdruck bringen. Und dann ist es auch so, dass die Mädchen eben antworten. Ein Autoreifen ist stumm, den kann man rumherkicken. Die Mädchen sind sehr empfindlich, sehr delikat. Ist es wichtig für eine Frau, sich zu emanzipieren, selbstständig zu sein, ohne Mann zu leben? Für mich nicht. Ich bin gern mit Mann, Hausfrau. Und ich bin nicht emanzipiert. Überhaupt nicht. Eine Frau muss dem Mann treu sein? Ja, ich hoffe, aber wenn er einmal mit einer anderen geht, ist das nicht so schlimm. Und machen Sie das auch? Nein. Sie sind treu, aber Ihr Mann nicht? Das weiß ich nicht. Na, wäre es denn schlimm, wenn er nicht treu wäre? Na, ich würde ihm verzeihen. Dreimal. Die meisten Leser, die sind verheiratet, nicht wahr? Und nehme an, dass Sie in den Frauen, die ich fotografiere, eine Art Nebenfrau sehen, die Sie eigentlich gerne mal kennenlernen möchten. Und das versuchen Sie übrigens auch einige. Und wenn Sie so wollen, ist eine Traumfrau, die natürlich nur auf dem Papier existiert und
in dem Sinn natürlich auch viel einfacher zu handhaben ist als die eigene zu Hause. Ich möchte gerne Dame sein, ach Dame sein, ach Dame sein. Ab und zu in Ohnmacht fallen, so wie Tante Clara. Doch es will mir nicht gelingen, mich zu zwingen, durchzuringen, kühl zu sein, so wie ein Lusch. Trink ich den Sekt mit dir aus nem Maastricht-Glas. Ohne Papier leb ich mit dir, auf gut Glauben manches Jahr und habe meinen Spaß. Ich wollte immer Dame sein, ach Dame sein, ach Dame sein. Doch mit dir, mein Herr, da kriege ich wohl nie die Kurve. Denn es will mir nicht gelingen, mich zu zwingen, durchzuringen, kühl zu sein, so wie ein Lusch. Hab die ganzen Raffinessen schnell vergessen und stattdessen geht mein Herz schon mit mir durch. Ich wollte gerne Dame sein, oh Sissimo, oh Sissimo. Mit gespreiztem kleinen Finger nur Französisch sprechen. Ach Dame hin, ach Dame her. Ich bin nun mal wie ich bin und bleib's auch bitte sehr. Begleitet von einem unglaublichen Medienaufgebot begann im Juli der Prozess gegen Schauspielerin Ingrid van Bergen. Sie hatte ihren Geliebten Klaus Knaatz, einen Finanzmakler und Frauenheld, erschossen. Aber das Bild ist von der Presse auch so verfälscht worden. Ich meine, ein großer Teil der Presse hat natürlich durch diese unfaire Berichterstattung die mögliche Wahrheit verdunkelt. Ingrid van Bergen war keineswegs nur ein Medienopfer. Sie selbst hatte delikate Details ihres Privatlebens der Presse offenbart. Es erschien sogar eine große Serie, während sie in Untersuchungshaft saß. Zufall? Die Angeklagte hatte einen Vertrag zu Lebzeiten abgeschlossen, den Klaus Knaatz selbst ausgehandelt hat. Es war ein Vertrag über das Leben der Ingrid van Bergen als Schauspielerin mit Bild am Sonntag. Bild am Sonntag bestand auf der Erfüllung dieses Vertrages und damit war sie festgelegt. Der Staranwalt versuchte mit Hilfe der Presse den Prozess zu emotionalisieren. Bergens 13-jährige Tochter musste ins Rampenlicht. Münchens Schickeria meldete sich ebenfalls ausführlich zu Wort. Knaatz' Witwe bekam eine Kolumne. Ich habe es auch aus finanziellen Gründen getan. Während des Prozesses erstmals Tatsachen. Klaus Knaatz hatte Schulden und mehrere Geliebte. Ingrid van Bergen zur Tatzeit 2 Promille Alkohol im Blut und eine psychisch fragile Persönlichkeit. Keine leichte Aufgabe für die Richter. Besonders schlimm fand ich, dass in der Presse sachbezogene Werturteile vorweggenommen wurden, die dem Gericht obliegen. Frage der Glaubwürdigkeit von Zeugen oder insbesondere Kernfrage mit des Prozesses, Frage der Echtheit der Erinnerungslücken der Angeklagten. Am Ende wurde Ingrid van Bergen wegen verminderter Zurechnungsfähigkeit verurteilt zu 7 Jahren Haft. Und die Presse hatte genügend Stoff, das Sommerloch zu stopfen. Es war vor allem ein gefundenes Fressen für die Boulevardpresse, der Skandalprozess um die Schauspielerin Ingrid van Bergen. Am Ende musste sie von ihrer 7-jährigen Haftstrafe allerdings nur 5 Jahre absitzen, wegen guter Führung. Ebenfalls verurteilt wurde in dem Jahr der Regisseur Roman Polanski in den USA. Er soll sich an einer Minderjährigen vergangen haben, entzog sich aber der US-Justiz durch Flucht in die Schweiz. Erst jetzt, 2010, vor wenigen Tagen, wurde das bis dahin immer noch gültige Auslieferungsverfahren gegen ihn eingestellt. Roman Polanski ist nunmehr ein freier Mann, zumindest außerhalb der USA. Und er könnte eigentlich mal Urlaub machen. Zum Beispiel am Mall of Kintyre, der westlichen Spitze der schottischen Kintyre-Halbinsel. Ja, die hat, wie ich finde, ein ziemlich männliches Aussehen, kam aber im heute gesuchten Jahr zu musikalischen Ehren. Mall of Kintyre, on me strolling in from the sea. My desire is always to be on Mall of Kintyre. Travel and much have I seen, dark distant mountains with valleys of green, past painted deserts, the sun sets on fire as he carries me home to the Mall of Kintyre.
Sie sehen und hören, wir sind auf unserer kleinen Reise in Schottland angekommen. Guten Abend. Ach so, wenn Sie schon mal da sind, dann können Sie mir bestimmt die Frage beantworten, was tragen denn nun Schotten unter dem Rock? Dachte ich mir schon. In diesem Punkt halten die Schotten dicht. Muss doch wieder ein Experte ran. Nico Haag. Unter dem Schottenrock ist gar nichts, da ist nichts und da war nichts. Doch drüber hängt ein großer Sack mit Pfeifen. Und will man dudeln, muss man pusten, darf schwitzen, doch nicht husten, nur herzhaft in den Dudelsack reinkneifen. Im Maulock ganz ohne Schmuck in China, im Kongo durch die Nase einen Ring. Und nie vergesse ich, wie ich auf Tahiti mit Blumen in den Haaren zum Hula ging. Doch bin ich endlich wieder mal zu Haus, hol ich mir den Rock und Dudelsack heraus. Mannschaft des ersten BCT, des ersten Bären-Club-Teams in hellen Trikots, agierte ein wenig hüftsteif, streckenweise zu langsam und zu vorsichtig. Ganz anders der routinierte Gegner. Banden und Bodychecks beim Powerplay und kurz nach dem Anpfiff bereits das 1:0 Führungstor für den SSC, für den Schimpansen Skating Club, der eine schnelle, harte und druckvolle Gangart gewählt hatte. Der Unparteiische hatte alle Hände voll zu tun. Alois Renz ist der Schiedsrichter, allerdings nur beim Spiel. In der übrigen Zeit ist er Generalmanager der ganzen Gruppe. Zusammen mit seinen beiden Söhnen René und Henry hatte er vor etwa 4 Jahren die Idee, Affen und Bären Eishockey spielen zu lassen. Und da die Renzens aus einer traditionsreichen Artistenfamilie stammen, geübt im Umgang mit Tieren, blieb es nicht beim Plan. Nach 2-jährigem Trockentraining, anfangs nur mit Bällen, dann auf Rollschuhen, hatte Alois Renz seinen eigensinnigen und noch jungen Schützlingen erstmals Schlittschuhe untergeschnallt und sie allmählich standfest und laufsicher gemacht. In Duisburg steht seit Anfang des Jahres eine Trainingsfläche zur Verfügung, 2x täglich 2 Stunden, mitternachts und in aller Herrgottsfrühe. Gleich neben der Halle an der Wedau hat Familie Renz in idyllischer Ruhe Quartier bezogen und jetzt beneidet man dort, wo man im letzten Jahr die Artisten mit ihren Affen und Bären abgewiesen hatte, die Stadtväter von Duisburg um diese Weltneuheit, die sich bald bei einer großen Eisshow präsentieren wird. Eine tierisch gute Mannschaft, aber manchmal haben ja Sportler auch etwas Animalisches an sich. Das allerdings galt nicht für die beiden eleganten Leichtathletinnen des DDR-Spitzensports. Dank oder vielleicht auch trotz der neuen digitalen Zeitmessung, diese Stoppuhr, die hatte nun ausgedient, lief Marlies Oelsner am 1. Juli des Jahres als erste Frau der Welt die 100 Meter unter 11 Sekunden, nämlich genau 10,88 Sekunden. Und Rosi Ackermann übersprang als erste Frau die 2-Meter-Latte und damit wurde sie auch Sportlerin des Jahres. Aus dem VEB-Spezialsportschuh Hohenleuben kam ein neuer Fußballschuh auf den Markt. Das neue Modell für die DDR-Fußballer war nun beispielsweise wasserabweisend und so wurden die Schuhe an den Füßen nicht mehr doppelt so schwer, falls es auf dem Platz mal regnete. Die Fußballer von Welt hatten solche Schuhe natürlich schon längst.
In New York hängte ein ganz großer Ballkünstler seine an den Haken. Pelé verabschiedete sich nach mehr als 1200 Toren in den Ruhestand. Und auch der deutsche Rekordnationalspieler Franz Beckenbauer wechselte für 3 Jahre nach New York. Das brachte ihm 7 Millionen D-Mark und viel Spott ein, denn die USA galten nicht gerade als Fußballparadies. Aber dafür war Big Apple ein Paradies für den ballerfahrenen Frauenfreund Franz. Denn ganz viele New Yorkerinnen dachten über den Kaiser: So ein Mann, so ein Mann, zieht mich unwahrscheinlich an. Dieser Wuchs, diese Kraft, weckt in mir die Leidenschaft. So ein Mann, so ein Mann, macht mich zappelig und nervös. Und schon ist es passiert, bitte seien Sie mir nicht bös. Vor allem Nachten etwas jüngern pfeife ich gern auch auf den Fingern. Das ist zwar nicht damenhaft, doch sehr probat. Bei Herren von gutem alten Schlage, da bewährt sich mir die Frage, ob er nicht wohl eine Markensammlung hat. Und zeigt er sich noch immer lustlos, na dann werde ich halt bewusstlos und leg's auf nem Mund-zu-Mund-Beatmung an. Und holt mein auserwählter Retter trotzdem einen Sanitäter, hauch ich sterbend wie der legendäre Schwan. So ein Mann, so ein Mann, zieht mir unwahrscheinlich an. Dieser Wuchs, diese Kraft, weckt in mir die Leidenschaft. So ein Mann, so ein Mann, mach mich auf den Ort nervös. Und schon ist es passiert, bitte seien Sie mir nicht bös. Bitte seien Sie mir nicht bös. Oh bitte, seien Sie mir nicht bös. Zunächst ein Blick auf einige Offerten des IFA-Vertriebs. Das beliebte Klappfahrrad kommt mit einer verbesserten Rahmenkonstruktion auf den Markt. Der kombinierten Auto-Fahrrad-Tour wird damit ein neuer Aufschwung prophezeit. Außerdem sind im Handelsangebot das Sula Moped S50B2 mit elektronischer Zündung, 5 Liter Kraftstoff-Plastkanister mit Einfüllstutzen, Außenrückblickspiegel für den Fahrbetrieb mit Wohnanhängern, PKW-Außenrückblickspiegel mit korrosionsgeschützter Verkleidung, Rallye-Radkappen auch für Skoda-PKW in verschiedenen Ausführungen, Sitzschienen für Trabant 601 zum Vorklappen der Vordersitze sowie Wind- und Sonnenschutzblenden für Wartburg 353 Schiebedächer. Mann, da hat sich die volkseigene Industrie ja mal wieder selbst übertroffen. Plastikkanister, Plaste-Außenspiegel, Plaste-Radkappen, ja, wirklich einfach toll. Im Westen boomte übrigens der Autoabsatz und neuerdings waren sogar Wartezeiten bis zu 2 Jahren üblich. Na gut, also DDR-Bürger konnten darüber natürlich nur müde lächeln. Allerdings, die Ostregierung kaufte in Wolfsburg 10.000 Golf für ihre Bürger hierzulande ein. Eine noble Geste der Staatsspitze, die selber gerne Volvo fuhr. Na und für schlappe 28.000 Ostmark konnte man die Westgolfs dann auch kaufen. Was die Konsumgüterwirtschaft ansonsten neu auf den Markt brachte, weiß wie immer unser Herr der Dinge. Er ist der Herr der Dinge. Günther Höhne, einst Chefredakteur der Zeitschrift Form und Zweck, seit der Wende Herausgeber zahlreicher Designbücher. Mehr als 5000 DDR-Alltagsgegenstände hat der gebürtige Zwickauer mit Wahlheimat Berlin gesammelt und bewahrt. Wer in diesem Jahr in Urlaub fahren wollte und seine Erinnerungen in einer wunderbaren neuen Kamera festhalten, der war mit dieser Selbstladekamera SL aus Freital gut beraten. Auf ihrem Karton waren alle Sehenswürdigkeiten der Welt und ihrer Weltstädte versammelt. Na gut, die Reisemöglichkeiten dorthin zu kommen, die waren relativ beschränkt in der DDR. Aber der Fotoapparat, den diese Verpackung aufnahm, der war schon internationale Spitze, eine Selbstladekamera mit Schnellaufzug und bitte recht freundlich. Und zumindest vom Balkon konnte man wunderbare Aufnahmen machen. Aus demselben Jahr dieses schöne, tragbare Reisekofferradio aus dem VEB Sternradio Berlin. Er hört auf den schönen Namen Garant und konnte uns nun wirklich die große, weite Welt hereinbringen. Einfache Einschaltautomatik und
ja, ein praktisches, formschönes Gerät im typischen Design von Sternradio Berlin jener Zeit. Zuweilen passierte es ja leider auch im Urlaub, dass mal ein Feuerchen ausbrach. Dann war die Feuerwehr gefragt und die bekam in diesem Jahr eine neue Schutzausrüstung, neue Schutzhelme. Bis dahin waren noch die alten Wehrmachtshelme Usus. Und dieser neue bestand aus Polycarbonat, einem federleichten Kunststoff, flammfest, feuerfest. Und es gab sogar nun ein Visier, um das Gesicht zu schützen. Ja, und damit Klappe zu. Man sammelt an der Adria im Urlaub neue Kraft, doch im Gewühl, wen trifft man da? Die ganze Nachbarschaft. Am Abend sitzt man in der Bar und zecht die ganze Nacht. Nun hab ich mir für dieses Jahr was Neues ausgedacht. Ich mache Urlaub auf Balkonia, ja auf Balkonia, bei mir zu Haus. Fahren all die anderen nach Italia, ich bleibe hier und ruh mich aus. Sitz ich auf meinem Hausbalkon und blicke auf das Häusermeer, dann komme ich mir beinahe vor, als wenn ich im Gebirge wär. Ich mache Urlaub auf Balkonia, ja auf Balkonia, bei mir zu Haus. Der Urlaub ist die schönste Zeit, ja Urlaub, der muss sein. Man fährt hinaus, ob nah, ob weit und sucht den Sonnenschein. Doch frag ich mich, wo schmeckt das Bier und hab ich noch die Wahl? Dann bleibe ich am besten hier in meinem Stadtlokal. Ich mache Urlaub auf Balkonia, ja auf Balkonia, bei mir zu Haus. Wer nicht verreisen will, der findet natürlich auch auf seinem Balkon einen schönen Urlaubsplatz, so wie Schauspieler Heinz Eckner. Das heute gesuchte Jahr hatte zwar nur einen mäßigen Sommer vorzuweisen, im Gegensatz zur Gluthitze im Jahr zuvor, aber Andreas Holm hatte in Berlin ganz offensichtlich doch einen heißen Tag erwischt. Sylvie, oh Sylvie, nie war ein Tag so heiß. So wie die Sonne. Willst du mich? Willst du mich? Wer weiß? Heute noch willst du bei mir sein, aber schon morgen sagst du nein. Komm zu mir, Sylvie. Oh, Sylvie. Feuer brennt, wie's kalt kennt, so heiß. Liebe mich, denk an mich, bevor du einschläfst, schenk mir dein Vertrauen, dass ich niemals mehr ohne dich bin, ja, das wär mein Traum, deine, meinen Traum, deine, meinen Traum. Du sollst frei sein, frei wie ein Vogel, ich fang dich nicht ein. Oh, Sylvie, oh, Sylvie, nie war ein Tag so heiß. Und auch meine Gedanken drehen sich nur um dich im Kreis. Urlaubszeit, Hochkonjunktur der Unterhaltungsbranche. Spaß, Stars und Sternchen verkaufen sich im Strandkorb besser als Wallensteins Tod. Autogramme und Anfassen inklusive. Nach dieser Devise sind 8 deutsche Sangeskünstler 40 Tage und Nächte lang an Nord- und Ostseestrand unterwegs. Familienfreundlich, sauber und fröhlich präsentieren die Gebrüder Tiedemann aus Heide in Holstein ihre Superlight-Show dem geschätzten Publikum. Wir haben ein Motto und das heißt, Sie, das ist der Schlüssel für das Glück in unserem Leben. Ich verdiene mein Geld damit, wie jeder andere Mensch auch seinen Beruf machen muss. Wenn dann das Geldverdienen noch mit Spaß und mit Freude verbunden ist, wie es in diesem Fall ist, ist es eigentlich ein sehr schönes Geldverdienen. Ja, das ist das Schöne daran, gerade in den Bädern Nord- oder Ostsee
kommen sehr viele aus dem Süden, die man sonst so auf dem Haufen nicht erreichen kann. Und das trägt dazu bei, dass eine Popularität entsteht, die auch zum Süden getragen wird. Bei ca. 15 Mark klingeln die Kassen der Veranstalter. Die Künstler schweigen sich über ihre Gagen aus. Zum einen, die Konkurrenz ist auch auf Achse. Zum anderen, das Finanzamt. Dennoch, die Tingelei rund um den Standkorb zahlt sich aus. Stars auf Sommertour, das kann auch heute noch ein lukratives Geschäft sein. Und so gingen denn Frank Farians Fantastische Vier, die Gruppe Boney M., auf Tournee durch 20 deutsche Städte. Erst im Jahr zuvor war ihnen der große internationale Durchbruch gelungen mit Daddy Cool und Sunny. Jetzt gab's Nachschlag. Der Song Belfast aus dem heute gesuchten Jahr stieg wieder an die Spitzenposition der deutschen Hitparaden. Und das, obwohl sich das Thema des Liedes mal nicht um Herzschmerz drehte, sondern um Politik. Eine echte, damals war's, Hitgeschichte. When the people believe in, when the people believe in, when the people believe in all the children, cause the children are leaving. Belfast, Belfast, when the country rings the living bell. The hate you have for one another, spouse. You can try, you can try, you can try, you can try to tell the world the reason why. Belfast. Belfast war ein Titel, den ich für eine damals junge Dame schrieb aus Jamaika. Ich rede von Marcia, die für mich eine auffällig wunderbare Stimme hatte. Sie sang damals bei den Les Humphreys Singers, da fühlte sie sich aber nicht wohl. Und dieser Titel war Belfast und das habe ich dann auch mit ihr aufgenommen und bin dann von einer Plattenfirma zur anderen gerannt und niemand wollte es haben. Trevor Deutsch hat das für mich vor Boney M. anfing geschrieben und dann von Farinat gehört, dass das ging wirklich toll in Diskotheken und dann hat er gesagt, aha, dann nehme ich die Titel auch für Boney M. Und die Plattenfirma damals hat sich dann entschieden, das zur Single zu machen und so war denn das, was sie erst 3 Jahre vorher nicht haben wollten, plötzlich ein bisschen hätte, ja. Oh, it's a world that's deceiving, good God Almighty. It's a world that's deceiving. It's a world that's deceiving all the children, cause the children are leaving. Belfast, Belfast, when the country rings the living bell, you're lost. Belfast, Belfast. Das Wort Belfast, das erschien mir als phonetisch sehr schön. Und Jimmy Billsbury, der damals bei den Les Humphreys Singers auch die Texte und teilweise Musik gemacht hatte, Gott hab ihn selig, er ist sehr früh gestorben, der hat den Text gemacht. Und der war nun Engländer und war auch politisch engagiert und hat ihn dementsprechend gemacht. Ursprünglich sollte das Lied Londonderry heißen. Der sperrige Titel wurde fallen gelassen, das sperrige Thema nicht. Auch wenn das Wort Troubles, die englische Bezeichnung für den Nordirland-Konflikt, nicht fällt, so geht es doch um den sinnlosen Hass zwischen Protestanten und Katholiken. Ein Fall für den Index. In England dürfen sie das nicht auf die Radio spielen, aber es ist doch auf Platz 7 gekommen. Belfast war eine Auskopplung aus dem zweiten Album Love for Sale. Damit gingen die Vier erstmals auf Disco-Tournee durch Deutschland. Glamour gab's dabei aber nur auf der Bühne. Das ist ein bisschen getingelt in unserer kleinen Ford Transit-Bus, ne? Und mit Equipment und alles haben wir drin gehabt. Aber es muss so sein, weil ich habe das auch gemacht, als ich Solistin war. Wir haben keinen Titel, um überhaupt eine Show zu geben. Aber weil ich Shows gemacht habe vorhin, war mein Repertoire. Boney M. hat angefangen, in den Diskotheken zu singen. Ne? Vor allen Dingen diesen Belfast-Stück. Boney M. griff neben der Politik auch auf Boulevardgeschichten zurück. Im heutigen Jahr erschien das Lied über die kriminelle Kate Mar Parker.
Diese hatte in den 30ern mit ihren vier Söhnen eine Bande in den USA gegründet und galt als äußerst kaltblütig. Das ihr gewidmete Lied Ma Baker wurde dennoch oder gerade deshalb ein Hit. Das Empire Rollerdrome bei Nacht. Das ist die Zukunft der Diskotheken, sagt man hier und glaubt man begeistert. Es gibt Auflagen. Mal gehört die Bahn nur Paaren, mal nur Mädchen, mal nur Männern. Tausend Paar Rollschuhe hält der Inhaber parat, in allen Größen. Die Leihgebühr steckt im Eintrittspreis. Das Magazin hat seinen eigenen Duft, wie sollte es auch nicht. Weiße finden den Weg nur selten, fürchten wohl, was es gerade hier nicht gibt. Feindseligkeit, hier nicht. Eher einen Hauch Weltanschauung, eines der Schlagworte, positives Denken. An der Theke wird das Geschäft nicht gemacht. Nur Hotdogs und Säfte, kein Alkohol. Flirten lässt sich auch so. Bis von oben her die Bahn endlich auch den Damen freigegeben wird. Ist das nun die ganz große Zukunft der Diskotheken? Die hier tanzen, zweifeln nicht im Mindesten. Das, schwört man, ist Tanz schlechthin. So richtig durchgesetzt hat sie sich nicht, die Rollschuh-Disco. Obwohl es ein völlig neues Flirtgefühl war, für die Jugendlichen so in rasanter Fahrt miteinander anzubandeln. Und vielleicht rührt auch daher der Ausspruch, Mann, bist du aber heute wieder rollig? Ebenfalls aus den USA rollte ein weiterer Trend über Deutschlands Straßen. Skateboard. Und bereits 50.000 Jugendliche surften damit halsbrecherisch über den Asphalt. Der heftig umstrittene neue Freizeitspaß ist nicht ungefährlich. Wegen einer Reihe von Unfällen hat sich sogar schon der Bundestag mit der Frage eines möglichen Verbots befasst. Anlass für die Stiftung Warentest, die Rollbretter unter die kritische Lupe zu nehmen. Bei der Untersuchung, die übrigens einer der Testpersonen einen Unterarmbruch einbrachte, bediente man sich des Sachverstandes eines Skilehrers. Bei guten Skateboards beschreiben die Achsen eine Drehbewegung und ermöglichen so das Steuern. Darüber hinaus sollte man Knieschützer tragen, Ellbogenschützer, immer Handschuhe, eventuell bei schnellerem Fahren Sturzhelme, die die Ohren freilassen, Schuhe ohne Absätze. Das Allerwichtigste aber ist, dass man Skateboard dort fährt, wo es ungefährlich ist. Ungefährlich ist die Benutzung nur dort, wo weder Fahrzeug- noch Fußgängerverkehr herrscht. Und noch etwas, Skateboards haben keine Bremsen. Die einzige Möglichkeit, die Rollen zum Stehen zu bringen, ist das richtige Absteigen. Hier vom Fachmann demonstriert. I'm not afraid to die.
Elvis ist tot. Hier im Krankenhaus von Memphis waren alle Wiederbelebungsversuche erfolglos geblieben. Vor dem Hospital brachen nach der Todesnachricht junge und alte Fans des Popstars in Tränen aus. Ich kann es überhaupt nicht glauben. Ich bin seit meinem 16. Lebensjahr ein großer Fan von ihm. Und so begann seine Karriere in den 50er Jahren. Von Elvis, nach seinem Hüftschwenkrhythmus auch Elvis the Pelvis, Elvis das Becken genannt, wurden hunderte von Songs auf über 260 Millionen Schallplatten gepresst. Allein der Titel Don't Be Cruel wurde in über 6 Millionen Exemplaren verkauft. Nach dem Rhythmus seines Rock tanzte die Jugend vor 20 Jahren. In seinem Comeback konnte der Sänger schon auf die Nostalgiewelle zählen, auf die Erinnerung an Elvis Presley. Seine Beerdigung war von Massenhysterie begleitet. Mit Elvis wurde ein Stück Amerika zu Grabe getragen. Die Trauer über den Tod des King of Rock'n'Roll war ebenso groß wie die beim Tod des King of Pop, Michael Jackson, im Juni vergangenen Jahres. Und bei beiden Ausnahmekünstlern machte nach Medikamentenmissbrauch das Herz nicht mehr mit. Beide hinterließen ein musikalisches Erbe, das sie nicht nur unsterblich, sondern sogar zum Mythos machte. Nun, im Bereich der Klassik gelang das eigentlich nur einer. Maria Callas, die griechische Sopranistin und Primadonna Assoluta, starb ebenfalls an Herzversagen, nur 53-jährig in Paris. Also die Bühne scheint doch ein gefährlicher Ort zu sein. Im Filmbereich verließ ebenfalls ein ganz großer die Lebensbühne. Wer das war, erfahren Sie in unseren Schlagzeilen des Jahres. Terrorwelle in Westdeutschland. Rote Armee-Fraktion tötet Dresdner Bankchef Ponto, Arbeitgeberpräsident Schleyer und Generalbundesanwalt Buback. GSG 9 befreit die durch RAF-Mitglieder entführte Lufthansa-Maschine Landshut. Jimmy Carter als US-Präsident vereidigt. Sowjetischer Atomeisbrecher Arktika erreicht als erstes Überwasserschiff den Nordpol. Nach 41 Jahren wieder freie Wahlen in Spanien. US-Weltraumfähre Enterprise besteht Jungfernflug. Kaffeekrise in der DDR. Ungeliebter Kaffeemix wird eingeführt. Erstmals Dissidentendemonstrationen in Moskau. 25-stündiger Stromausfall in New York führt zu Chaos und Plünderungen. Amnesty International erhält Friedensnobelpreis. Brand auf der Nordseebohrinsel Bravo löst Katastrophe aus. Selbstkrönung von Kaiser Bokassa in Zentralafrika. Manfred Krug und Eberhard Kohr siedeln nach Westdeutschland über. Grundsteinlegungen für die neue Semperoper in Dresden und das Gewandhaus zu Leipzig. Charlie Chaplin stirbt 88-jährig in der Schweiz. Starker Schimpanse macht Schlagzeilen. Charlie bekam beim Fernsehen Berufsverbot. Zähne zeigen ist hier üblich. Charlie aber hatte seinen Partner gebissen. Und ein Maulkorb sichtbar im Bild?
undenkbar. Gab es Kompetenzgerangel? Um ein Rivale zu sein, hätte er das machen müssen, was er vielleicht zwei, dreimal versucht hat, mit negativem Erfolg die Moderation zu übernehmen. So weit war er nicht. Da hat der Showmaster nochmal Glück gehabt. Ein Bild aus glücklichen Tagen. Fuchsbergers Natürlichkeit und Charlies Charme, ja, sie waren schon ein gutes Gespann. Das halbjährige Schimpansenmädchen Bärbe bekam Charlies Planstelle. Dem fremden Medium gegenüber ist es noch ohne Arg. Guck mal hier. Hier der abgehalfterte Charlie. Er war schon ein Star, bevor ihn Fuchsberger rief. Als Cowboy zu Pferde wird er weiter Karriere machen. Nur die vierstellige Fernsehgage dürfte sein Besitzer vermissen. Glauben Sie, dass es Zuschauer gibt, die nur des Affens wegen Ihre Sendung sich anschauen? Ich glaube, dazu ist sein Part ein bisschen zu gering, denn er trat bis jetzt, also am Anfang ungefähr 10 bis 20 Sekunden auf und am Schluss vielleicht nochmal 30 Sekunden, macht also ungefähr eine Minute. 89 bleiben mir. Also wenn es mir 89 Minuten nicht gelingt, die Menschen dazu zu kriegen, auch ein bisschen meinetwegen einzuschalten, dann muss ich irgendwas falsch machen. Eine der erfolgreichsten Abendshows Blacky Fuchsbergers auf Los geht's los war nicht auf den Hund, sondern auf den Affen gekommen. Frei nach der Devise, Kinder und Tiere, kippt niemals eine Viere. Neu im DFF war die neunteilige Serie Zur See mit vielen namhaften und populären Schauspielern, die der Produktion einen riesigen Publikumserfolg bescherten. Mit der Show Telespiele schickte man im Westen einen bis dato nur aus dem Rundfunk bekannten Moderator vor die Kamera. Und der trug den Schalk nicht nur im Nacken, sondern auch im Namen. Dankeschön. Sie sind heute in doppelter Hinsicht Premierenpublikum, denn diese Südwestfunk-Sendung ist was ganz Neues und neu ist auch die Idee, die das Ganze möglich gemacht hat. Ich dürfte Ihnen auch neu sein. Mein Name ist Thomas Gottschalk. Danke. Dafür kann ich mir wirklich nichts. In der größten Ostshow, Ein Kessel Buntes, gab es personelle Veränderungen. Die drei Dialektiker, die den Kessel bislang moderiert hatten, traten im April des Jahres zum letzten Mal auf. Manfred Uhlig erinnert sich an den Grund. Es war die zunehmende Textzensur. Korn, lieber Mai und mache die Bäume wieder grün. Die Spitzen waren eigentlich dann raus. Die letzten Kessel, die wir gemacht haben, die waren so, wir hätten eigentlich unsere Konferenz nicht sprechen, sondern vertanzen können. Wir haben gekündigt, nicht das Fernsehen. Wir hatten auch gute Freunde in gewissen Ebenen beim Fernsehen, die auch sehr maßgeblich waren. Die haben gesagt, passt mal auf, da kommt was auf euch zu. Denkt dran. Bitte. Wir ahnten es eigentlich immer schon vorher. Aber dann war es wirklich so. Und da haben wir drei uns hingesetzt, haben eine gemeinsame Kündigung geschrieben. Per sowieso. Das, wir machen den Kessel nicht mehr mit. Das ist unverantwortlich. Das ist künstlerische Schädigung. I was lost in France, in the fields the birds were singing. I was lost in France, and the day was just beginning. I just stood there in the morning rain. I had a feeling I can't explain. I was lost in France. Lost in France, also verloren in Frankreich, fühlte sich Gaynor Hopkins, besser bekannt als Bonnie Tyler.
Aber verloren hatte sie mit diesem Titel nicht. Im Gegenteil, es gelang ihr ein erster Hitparadenerfolg. Damals allerdings noch mit glockenklarer Stimme. Das Raue zog sie sich erst bei einer Stimmband-OP im Jahr darauf zu. Sie merken, wir sind bei unserer kleinen Reise in Frankreich, in Paris angekommen. Dort eröffnete das architektonisch umstrittene staatliche Kunst- und Kulturzentrum Centre Pompidou. Umstritten deshalb, weil alle Versorgungsleitungen, sonst versteckt, hier sichtbar an der Fassade angebracht worden waren. Gelassen hingegen nahm man es hin, wenn in der Stadt des Lido schon wieder ein neues Showtheater seine Pforten öffnete, wo nun noch mehr nackte Haut zu sehen war. Sogar die von Männern. Das Pariser Nachtleben ist um eine Attraktion reicher geworden. Im Jardin des Champs-Élysées wollen nackte Tatsachen davon überzeugen, dass zumindest das Showgeschäft in Frankreich keine fremden Spitzen braucht. Wo einst auf den Champs-Élysées Richard Wagner seinen ersten Opernreinfall erleben musste, haben sich jetzt nicht nur weibliche Reize breit gemacht. Auch die jungen Männer des linken Ufers geizen hier nicht mit ihren Reizen. Ein leicht entstaubter akrobatischer Cancan ist die einzige Erinnerung an Traditionen der guten alten Zeit. Ein Casanova-Striptease im Stile des Alcazar. Ein gewölbtes Feigenblatt und verwechselte Bäumchen. Aber Casanova sollte ja wirklich manchmal kurzsichtig gewesen sein. Wenn der Strich von oben nach unten geht und aus gedrehtem Hanf besteht, dann nennt man das selbst in Paris einen Seilakt. ...750 dinierende Augenpaare werden sich von nun ab jeden Abend an diesen knusprigen Desserts erfreuen können. Le Jardin des Champs-Élysées bietet vielleicht keine Avantgarde-Show für Paris-Kenner, aber gewiss eine ausgefeilte Unterhaltung in einem eleganten Dekor, in dem sich er und sie, sie und er und er und sicherlich auch sie nicht nur pariserisch vergnügen können. Fräulein, haben Sie das die Tüchlein nicht mehr mit den grün-beige gestreiften, orangefarbigen, quadratischen Tupfen? Hat sie nicht mehr eingetroffen? Schade, sehr schade. Sie müssen nicht immer Ihre Ware auf meinen Haufen werfen, hä? Jetzt haben Sie schon wieder etwas... Ja, was glauben Sie denn eigentlich? Wenn Sie wollen, kann auch ich... Das, oh, das wäre noch eine schöne Jacke hier. Fräulein, kann ich einmal diese Jacke ausprobieren? Wie ist sie hinten? Ist etwas zu groß, hä? Da könnte man sie nicht abändern. Irgendwie einen Saum auftrennen oder so. Wie? Oh. Ah, das ist Größe 44. Ja, normalerweise habe ich halt nur Größe 38, ja? Was gaffen Sie so dumm da? Haben Sie noch nie eine Jacke gesehen?
könnte mir noch vorstellen, dass Sie Größe 44 haben. Ne? Ja, das kann man sich lebhaft vorstellen. Ne? Möchten Sie sie gerne, hä? Wahrscheinlich, die zahle ich gleich. Ja, genau solche Szenen waren ja gerade wieder beim Sommerschlussverkauf zu beobachten. Emil ist eben zeitlos lustig. Im heute gesuchten Jahr war er übrigens für 9 Monate beim deutschen Zirkus Knie engagiert. So, wir kommen zu unserem Gewinner aus der Sendung vom 6. Juni. Da suchten wir das Jahr 1973. Vielen Dank, wie immer, für die viele Post und die vielen E-Mails. Und wir haben vor der Sendung unter Ausschluss des Rechtsweges per Zufallsgenerator unseren Gewinner bereits gezogen. Es ist diesmal Jutta Nickel aus Ostrau. Sie dürfen sich freuen auf diese schöne Reise nach Südtirol. Freuen Sie sich auf eine Fahrt ins sonnenverwöhnte Land der Gletscher, Reben und Apfelplantagen. Erleben Sie herrliche Seenlandschaften, gewaltige Gebirgszüge der Dolomiten sowie die traumhaften Städte Meran und Sterzing. Bei Wanderungen entdecken Sie Europas größte Hochalm und die Südtiroler Weinstraßen. Meinen herzlichen Glückwunsch und viel Spaß. Und beim Stichwort Spaß darf im heute gesuchten Jahr einer nicht fehlen. O.F. Weidling. Die Geburtenquote in unserer Republik steigt ständig. Natürlich, ein Baby ist auch für einen DDR-Bürger die einzige mögliche Neuanschaffung, bei der er sich keine Sorgen um die Ersatzteile zu machen braucht. Plattenküche? Oh, Hollywood! Für Sie! Für mich? Hollywood? Hallo! Hello! 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 Tja, mit den Handys heutzutage wäre das nicht passiert. Dafür gibt's nun Hollywood-reife Funklöcher und Akkuausfälle. So, ich hoffe, bei Ihnen zu Hause gab's heute keine Ausfälle und Sie wissen, um welches Jahr es heute ging. Um zu gewinnen, schreiben Sie bitte die richtige Jahreszahl auf eine Postkarte und die schicken Sie an den Mitteldeutschen Rundfunk, damals war es in 04360 Leipzig, oder per E-Mail an damals-wars@mdr.de. Der Gewinner darf sich freuen auf diesen äußerst energiesparenden HD-Fernseher, der Ihnen gestochen scharfe Bilder nach Hause liefern wird. Also, es lohnt sich mitzumachen. Ich halte Ihnen die Daumen. Wir sehen uns wieder in 4 Wochen am Sonntag, den 29. August, 20.15 Uhr. Dann bin ich wieder hier mit der nächsten Ausgabe von Damals war's. Ich freue mich drauf. Bis dann, machen Sie es gut und tschüss. Ihr Hartmut Schulze-Gerlach.